Hallo aus dem Ungerpark in Erfurt. Ich bin heute hier, um mir ein Fertighaus von der Firma Bienzenker anzuschauen. Die Firma Bienzenker ist in Hessen ansässig, in der Nähe von Fulda. Und ich habe heute einen Termin mit Markus Gerstung und den treffe ich jetzt einfach mal drin. Wow, hier wird man ja gleich mit Helligkeit ohne Ende begrüßt. Hi Markus, schön, Hi. Dass du Zeit hast. Grüß dich, herzlich willkommen bei uns bei Bienzenker. Dankeschön. Ich würde mich einfach gleich mal umschauen, wenn ich darf. Sehr ich habe von außen schon gesehen, hier ist ein Anbau drin gebaut. Ne? Ich komm rein. Fühl dich wie zu Hause. Ja, das ist jetzt hier dein Büro, wo du Kunden empfängst, berätst, so wie mich heute. Genau, richtig. könnte man aber zum Beispiel wahrscheinlich auch als Garage planen, oder? Genau, also wir haben verschiedene Möglichkeiten, was man hier mit diesem Raum machen kann. Ich sage jetzt mal im realen Leben, dass das Ganze als Garage genutzt wird. Das heißt, wir fahren mit dem Auto hier rein, kommen dann trockenen Fußes in das Haus rein. So, natürlich brauchen wir hier keine Garage, deswegen kann man das Ganze auch als Büro nutzen. Oder was auch eine Möglichkeit wäre, dass man das Ganze als Einliegerwohnung sich zurecht macht. Ah ja, kann ich mir auch gut vorstellen. So als kleines Studio mit einer kleinen Küche. Hier hat man ja sogar noch eine Terrasse vorn dran. Genau. Große Schiebetür, dass man dann auf die Terrasse rausgehen könnte, wenn man das möchte. Ja. Also das sind den Grenzen oder dem Ganzen keine Grenzen gesetzt. Mega, also alles möglich. Genau. Richtig schön mit den Spots hier. Hat man gleich so ein ganz offenes Raumgefühl. Ja. Und hier geht es auch schon weiter damit. Also alles ganz offen gehalten, Wohnbereich, Essbereich. Hier eine schöne Leseecke zum Beispiel. Oder die Weihnachtsbaumecke, so ja. Sag ich es immer. Ne? Also die perfekte Möglichkeit, im Winter dann den schönen Weihnachtsbaum da hinten in die Ecke zu stellen. Stimmt, ja, das sieht aus wie der perfekte Platz dafür. Genau. Wahnsinn. Ansonsten, du hast so schön oben an die Decke gezeigt, was ganz speziell hier bei uns ist. Wir haben eine erhöhte Raumhöhe mit 2,67 Meter anstatt 2,50 Meter. Ah, okay. Ne, deswegen wirkt das auch viel offener, höher und freundlicher. Ja, ja, ich habe es mir schon gedacht. Also es ist echt, man nimmt es direkt wahr. Es sind zwar nur ein paar Zentimeter, aber es macht einen Riesenunterschied, ne? Genau. Ja, klasse. Hier hat man noch den Zugang zur Terrasse, wie ich sehe. Auch ganz praktisch. Und eine offene Küche mit auf jeden Fall viel Platz. Wie viele Quadratmeter sind das jetzt hier in der Küche? Also die Küche an für sich sind wir bei 12 Quadratmetern. 12 Quadratmeter? 12 Quadratmeter, genau. Wow, das kommt mir viel größer vor. Wahnsinn. Also ich kann euch nur sagen, kommt persönlich vorbei. Das lohnt sich total, weil ich hätte jetzt auf dem Grundriss mit 12 Quadratmeter Küche, wäre ich von was anderem ausgegangen. Als so, wie ich es jetzt hier wahrnehme. Wahnsinn. Mhm. Na gut, das ist der Vorteil, dass wir das alles relativ offen geschnitten haben. Ne? Wirklich dieser offene Wohn-Ess-Kochbereich. Und das vermittelt einfach, ich sage jetzt mal, Größe. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie viel Quadratmeter haben wir denn hier insgesamt im Haus? Also insgesamt haben wir 196 Quadratmeter. Das teilt sich auf das Erdgeschoss mit 120 Quadratmeter. Und oben im Dachgeschoss sind wir bei 76 Quadratmeter. Okay, wow, also schon relativ großes Haus. Wir hatten es vorhin ja auch von der Einliegerwohnung. Wenn man jetzt sagt, okay, mein Grundstück gibt es gar nicht her oder vielleicht auch meine Finanzen nicht. Ist es so Standard bei Bienzenker oder kann man auch kleiner bauen? Keine Sorge, wir können definitiv auch kleiner bauen. Ich sage jetzt mal gerade im Bungalow-Bereich, wenn wir jetzt, ich sage jetzt mal den Haustypen wechseln, von 70 bis 200 Quadratmeter und ich sage auch im Einfamilienhausbereich von 110 ja, bis unendliche Größen, will ich es bald nennen. Ne? Also 200, 250 Quadratmeter ist ja alles realistisch. Ja, ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Und ich finde auch, wenn man einmal hier persönlich vor Ort ist, dann kriegt man auch ein gutes Gefühl dafür, wie viel Platz brauche ich überhaupt. Ne? Genau, richtig. Und ich sage immer, man muss in einem Haus mal drinnen gestanden haben, man muss es angefasst und vor allem auch gerochen haben, weil das ganz, ganz wichtig ist, ne? Dass man auch wirklich mal ein Gefühl von Raumgrößen kriegt. Weil die meisten können sich einfach nichts drunter vorstellen, was sind 12 Quadratmeter. Ja. Und deswegen haben wir hier die besten Möglichkeiten, dass sich unsere Leute das hier vor Ort anschauen können. Okay,
Okay, dann ist hier. Ah ja, Speisekammer. Auch super. Mhm. An alles gedacht. Ja. Und Garderobe. Okay, das ist interessant, dass die an der Küche ist, weil habe ich jetzt nicht, wenn ich irgendwie koche, dann die Gerüche, die in die Kleider ziehen, oder? Also bei uns ist das überhaupt kein Problem. Es kommt auf zwei Faktoren drauf an. Das eine ist eine gute Dunstabzugshaube. Mhm. Und das andere, das können wir hier oben sehen, ist eine gute B- und Entlüftungsanlage. Und die haben wir hier verbaut. Das Ganze ist ein Zentralgerät mit Wärmerückgewinnung. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ah ja, hier ist der Technikraum. Genau, richtig. Das Herz von unserem Haus. Und hier sehen wir auch schon unsere zentrale B- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Ich sage immer, das ist ein 5-in-1-Gerät. Mhm. Das heißt, wir heizen mit der Anlage, wir belüften, wir entlüften, wir entfeuchten auch. Das heißt, es wird niemals in dem Haus drin schimmeln. Und das Geniale ist, im Sommer können wir mit der Anlage auch kühlen. Ah, krass, okay. Also ich kann dann auch kühle Luft hier ins Haus bringen. Genau, richtig. Wie so eine Art Klimaanlage fast schon. Richtig. Also wir haben immer im Sommer angenehme 21 bis 22 Grad hier im Haus. Oh, das klingt gut. Ja. Und vor allem auch für Allergiker ganz interessant. Mhm. Dadurch, dass wir alle 2 Stunden den kompletten Rauminhalt an der Luft austauschen, sparen wir uns das Lüften. Und wir haben hier Filter verbaut, die ganzen Pollen, den ganzen Dreck, der draußen in der Luft umherschwört, rausfiltern. Ach so, genau. Okay. Das heißt, ich habe weder irgendwie Pollenablagerungen auf den Tischen noch in der Nase. Genau, richtig. Deswegen sage ich immer, ein Bienenzängerhaus riecht man. Weil wir immer frische, saubere und vor allem auch gefilterte Luft hier verbaut haben. Ja, das stimmt. Also ich kann es bestätigen, hier ist wirklich sehr angenehme Luft drin. Selbst hier im Heizungsraum, also. Genau. Und das Ganze ist so konzipiert, dass man hier noch Waschmaschine und Wäschetrockner unten drunter bekommt. Ach, okay. Also man hat dann, kann hier auch die entsprechenden Anschlüsse verbauen, da kommt sich nichts in die Quere. Genau. Standardmäßig alles mit dabei. Okay. Ah ja, Gästetoilette, auch praktisch im Erdgeschoss. Genau. Und Büro, beziehungsweise wahrscheinlich auch so potenzielles Gästezimmer, ne? Genau, richtig. Wenn man doch mal Gäste erwartet, man möchte sich ja nur nicht hier drüben auf der Couch schlafen lassen. Und dann kann hier dann das Gästezimmer schön eingerichtet werden. Ja, spitze. Dann gehe ich mal rauf. Okay. Wow, also für Tageslicht ist hier gesorgt, würde ich sagen, ne? Ja, alles schön lichtdurchflutet, hell und freundlich. Das stimmt. Kann ich bestätigen. Auch hier haben wir die gleiche Deckenhöhe wie unten. Genau, auch wieder 2,67 Meter, was dann auch wieder das Dachgeschoss sehr freundlich und natürlich auch nach oben offen wirken lässt. Ja, das merkt man dann auf jeden Fall, das stimmt. Ich gehe einfach mal direkt hier rein. Sehr gerne. Kinderzimmer mit Balkonzugang. Mit Balkon, ja. Das ist ja Luxus, kann man sich hier bräunen, ganz in Ruhe. Genau, richtig. Glückliche Kinder. Ja. Das stimmt. Und hier auch noch mal ein schönes Fenster. Also genug Platz für alles. Ich sehe schon. Genau. Was vielleicht hier noch wichtig zu erwähnen wäre, wir haben ja das typische Satteldach, 25 Grad Dachneigung. Und das ganz Spezielle ist, wir haben 1,80 Meter Kniestock. 1,80 Meter? Wow, 1,80 Meter. Also höher als ich. Genau, richtig. Das heißt, wir können hier trotzdem noch mal, ich sage jetzt mal, liegende Fenster mit integrieren. Können darunter das Bett stellen, den Schreibtisch stellen, ne, sodass wir hier zusätzlich noch mal Licht im Raum haben, ohne dass wir den Platz dadurch verschenken. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, das merkt man echt. Also mir wäre jetzt die Schräge auch gar nicht aufgefallen irgendwie. Ich habe es gar nicht wahrgenommen. Hier kommt dann das Familienbadezimmer mit allem, was man braucht. Also Dusche, WC und eine richtig coole Badewanne. Das hat was, dass die so eingelassen ist. Es wirkt einfach viel pompöser, sage ich jetzt mal. Also das ganz Spezielle ist, wie du das schon sagst, ist das Ganze hier in den Estrich eingelassen. Und ein absolutes Highlight, muss man wirklich sagen, ist hier oben drüber das Dachflächenfenster. Denn es gibt ja nichts Schöneres, wie abends in der Badewanne zu legen und es nieselt dann der Regen so ein bisschen auf das Fenster. Und man kann wirklich dann die Seele baumeln lassen. Ja, das stimmt. Das klingt gut. Ich bleib bis abends. Sehr gerne. Hier weiter geht's. Ah, okay, das ist verbunden als Ankleide mit dem Schlafzimmer. Genau. Also Elternschlafzimmer. Wir haben hier die relativ schöne Lösung, dass wir sagen, wir haben das Bad oder wir können das Bad über die Ankleide bis hin zum Schlafzimmer erreichen. Ja. Kurze Wege. Ja, genau, kann man sich gleich
nach einem schönen Bad abends in seinen Pyjama schmeißen und ins Bett. Nicht schlecht. Genau. Okay, das ist sehr großzügig, das Elternschlafzimmer. Ja. Kann man quasi turnen, kann man hier fast noch einen halben Fitnessraum reinbauen. Ich sage immer, das ist unser Tanzsaal, den wir hier haben. Also wirklich sehr, sehr großzügig. Aber wir können das Ganze natürlich verfeinern. Das heißt, unsere Häuser sind alles frei planbare Häuser. Zum Beispiel, was wir hier machen können, wir können uns hier nochmal eine zusätzliche Wand einbauen lassen und schaffen uns hier nochmal eine zweite Ankleide. Das heißt, wir haben eine Damenankleide und eine Herrenankleide zum Beispiel. Das klingt sehr interessant, finde ich. Okay. Auch noch ein zweites Kinderzimmer, richtig? Genau, richtig. Ich sage jetzt mal in unserem Fall das Ganze nochmal als Büro genutzt, weil wir auch mit mehreren Verkäufern hier sind, um dann dementsprechend unseren Besuchern die bestmögliche Beratung hier anbieten zu können. Genau, das ist schon das richtige Stichwort. Kommt am besten mal persönlich vorbei, schaut euch das Haus an. Gerne mit Termin oder ist auch ohne Termin möglich? Genau, ich sage jetzt mal, zu den Öffnungszeiten sind wir immer hier. Das heißt, unsere Besucher können auch ohne Termin vorbeikommen. Okay. Es lohnt sich einfach immer, sich hier auch beraten zu lassen für die verschiedensten Themen, weil ja vieles einfach individuell ist, oder? Genau, richtig. Ich sage jetzt mal gerade das Thema Förderung, was für viele Familien sehr, sehr wichtig ist. Kann man hier wirklich im Detail besprechen, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, das Ganze. Oder was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, das Haus mit den Kunden hier vor Ort zu planen. Mhm. Dass wir wirklich das Traumhaus für jeden Einzelnen hier besprechen und dementsprechend auch planen können. Alles klar, ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, euch hat die Haustour genauso gut wie mir gefallen. Ich freue mich schon aufs nächste Video und vor allem auf euren Besuch hier im Ungerpark Erfurt.